Jetzt lässt Haldenwang alle Masken fallen und droht jedem deutschen Bürger und dem gesamten deutschen Volk. Wer die Regierung kritisiert, wird ein Fall für den Verfassungsschutz und hat mit teilweise drakonischen Strafen zu rechnen. Genau das hat er jetzt öffentlich in einer Zeitung gesagt. Das ist einfach nur noch krank. Schauen wir uns mal die vier kritischen Passagen in der Zeitung an. Los geht's. Seit längerem ist ja bekannt, dass der Verfassungsschutz nicht mehr seine normale Arbeit macht, sondern eine reine politische Marionette der Altparteien geworden ist. Weil vor einer Weile sagte Haldenwang, also der Chef des Verfassungsschutzes, dass es nicht allein die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist, die hohen Umfragewerte der AfD zu reduzieren. Und spätestens mit dieser Aussage sollte eigentlich jedem klar sein, dass Haldenwang eben nicht mehr unsere Verfassung schützt, sondern einzig und allein die Macht der Altparteien. Und ist ja auch kein Wunder, da er selber ein Parteibuch von der CDU besetzt. Aber jetzt, meine lieben Zuschauer, hat Haldenwang einen Gastartikel für die FAZ geschrieben und wenn ihr den lest, dann zieht es euch echt die Schuhe aus. Weil mit dem, was Haldenwang dort sagt, müsste er eigentlich selber vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft werden und sofort weggesperrt werden. Deswegen schauen wir uns mal die vier Ausschnitte an. Als erstes schreibt Haldenwang: Die Meinungsfreiheit ist kein Freibier für Verfassungsfeinde. In der letzten Zeit tauchen im öffentlichen Diskurs immer wieder Schlagzeilen und Beiträge auf, in denen das Bundesamt für den Verfassungsschutz und seine Arbeit in Frage gestellt wird. Ach nee, wirklich? Es ist die Rede von einer Gesinnungspolizei, einer Sprachpolizei oder auch von einem Regierungsschutz. Politische Meinungen würden auf Weisung hin als extremistisch diskreditiert, sobald sie vom politisch oder gesellschaftlichen Mainstream abweichen oder Regierungshandlungen bzw. die Arbeit demokratischer Parteien kritisieren. Ja, genau so ist es. Und um unmissverständlich klarzustellen, in Deutschland herrscht Meinungsfreiheit. Und das ist auch gut so. Die Meinungsfreiheit ist tragender Bestandteil unserer Grundrechte und gehört zu den höchsten Gütern unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Als solches wird sie gerade auch vom Verfassungsschutz geschützt. Wow! Also direkt mal der erste große Aussetzer von Haldenwang. Weil wir alle wissen, dass in Deutschland eben keine Meinungsfreiheit mehr herrscht. Du darfst zwar noch fast alles sagen, aber immer öfter bekommst du dafür Repressionen oder sogar Strafen. Ich selber sehe es ja auch an meinem YouTube-Kanal, wo mir regelmäßig meine Videos zensiert werden und ihr habt es sicherlich in eurem Leben auch schon erlebt. Und vor kurzem hat sogar die grüne Bundestagsfraktion in einem Interview gesagt, dass sie andere Meinungen sogar verbieten will, selbst wenn die Wahrheit sagen. Also das ist unglaublich krank und dazu hatte ich allein schon ein komplettes Video gemacht, was ich dir mal hier oben verlinke. Also, wenn der Verfassungsschutz als Gesinnungspolizei oder Regierungsschutz bezeichnet wird, dann trifft das mittlerweile zu 100% zu. Selbst der alte Chef vom Verfassungsschutz, Dr. Maaßen, sagt genau das. Aber kommen wir mal zurück zu dem, was Haldenwang sagt. Er schreibt der Zeitung weiter: Aber dennoch, auch die Meinungsfreiheit hat Grenzen. Die äußere Grenze zieht das Strafrecht, etwa in Hinsicht auf strafbare Propagandalikte oder Volksverhetzung. Jedoch auch unterhalb der strafrechtlichen Grenzen und unbeschadet ihrer Legalität können Meinungen verfassungsrechtlich von Belang sein. Nach den Verfassungsschutzgesetzen hängt die verfassungsschutzrechtliche Relevanz von Äußerungen als tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz eröffnen, nicht davon ab, und jetzt kommt's, ob diese strafbar oder illegal sind. Bitte was? Also Haldenwang selbst schreibt hier allen Ernstes, dass es für ihn und seine Behörde kein Kriterium mehr ist, ob man etwas Strafbares oder Illegales sagt oder macht. Und das heißt im Umkehrschluss, dass dich der Verfassungsschutz auch dann beobachtet, wenn du völlig legale Sachen sagst oder machst. Dem Verfassungsschutz ist es mittlerweile vollkommen egal, ob du die Wahrheit sagst oder ob du illegale Sachen sagst. Wenn es dem Verfassungsschutz einfach nicht mehr passt, dann kommst du auf die schwarze Liste. Also selbst wenn du dich komplett auf dem Boden der ganzen Gesetze bewegst und ein braver Bürger bist,
dann wirst du eine Gefahr für Hallenwang, wenn du zum Beispiel eine andere politische Meinung hast. Tja, und du glaubst mir nicht? Du glaubst, ich denke mir das Ganze nur aus? Mitnichten. Hallenwang schreibt es sogar eindeutig in seinem Artikel. Schau dir mal den vorletzten Ausschnitt an. Die Meinungsfreiheit ist daher kein Freibrief, sich der gerichtlich kontrollierten verfassungsschutzrechtlichen Beobachtung und Bewertung entziehen zu können, wenn tatsächliche Anhaltspunkte etwa für gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen vorliegen. Wenn beispielsweise Bestandteile unter freiheitlich-demokratischen Grundordnung attackiert werden, zum Beispiel die Menschenwürde von Angehörigen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen oder politischer Akteure verletzt wird. Wow, also hier haben wir direkt mal das erste Beispiel. Wenn du die Menschenwürde von Angehörigen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen verletzt, dann wirst du ein Fall für den Verfassungsschutz. Wenn du zum Beispiel der Meinung bist, dass es nur zwei Geschlechter gibt und du eine Transfrau dann als Mann bezeichnest, dann wirst du vom Verfassungsschutz dafür beobachtet. Oder wenn du zum Beispiel die Klimakleber oder die letzte Generation als Klimasekte bezeichnest, dann könntest du auch direkt auf der schwarzen Liste des Verfassungsschutzes landen. Und das, was jetzt vielleicht noch ein bisschen lächerlich klingt, das wird mit dem letzten Satz von Hallenwang dann richtig extrem und zu der allergrößten Gefahr unserer Meinungsfreiheit. Er schreibt nämlich am Ende Folgendes. Wenn beispielsweise Bestandteile unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung attackiert werden, zum Beispiel wenn zulässige Kritik oder demokratischer Protest in Teilen umschlägt, eskaliert und zur aggressiver, systematischen Delegitimierung staatlichen Handelns wird. Wow, und dieser Satz, meine lieben Zuschauer, ist richtig brisant. Hallenwang spricht hier davon, wenn zulässige Kritik zur systematischen Delegitimierung staatlichen Handelns wird. Und hier musst du ganz genau auf die Wortwahl achten, weil Hallenwang spricht hier eben nicht von systematischer Delegitimierung des Staates, sondern von der Delegitimierung staatlichen Handelns. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Weil bei dem einen stellst du nämlich den Staat in Frage, was eine Straftat ist, und bei dem anderen stellst du nur das Handeln des Staates in Frage, also das Handeln der Politiker. Und das bedeutet, dass du laut Hallenwang jetzt ein Verfassungsfeind bist, wenn du das Handeln der Politiker in Frage stellst. Wow! Wenn du also nicht damit einverstanden bist, was zum Beispiel Habeck, Baerbock oder Lauterbach machen und das kritisierst, dann wirst du vom Verfassungsschutz beobachtet. Genauso wie früher von der Stasi. Wer die Partei kritisiert, der wird beobachtet und bei Bedarf bestraft. Und wenn Hallenwang jetzt sowas sogar schon öffentlich in der Zeitung zugibt, dann müssen bei uns wirklich alle Alarmglocken läuten. Und deswegen teilt dieses Video mit allen euren Freunden, denn jeder muss jetzt sehen, wie krass mittlerweile Hallenwang den Verfassungsschutz missbraucht und es hier sogar öffentlich in der Zeitung zugibt. Das ist einfach nur noch krank.